Ja, herzlich willkommen. Es ist Sonntag 10 Uhr, das ist absolut nicht meine Zeit, deswegen vielen Dank fürs Kommen. Ich möchte heute ein bisschen was über Kafka erzählen, beziehungsweise Apache Kafka. Aber zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Bernhard Hopfenmüller, ich bin IT-Consultant bei der Artix. Wir sind eine sehr kleine Firma im Norden von München und wir kümmern uns hauptsächlich um Linux und Open Source Automatisierung im Rechenzentrumsbereich. Das machen wir so seit circa 15 Jahren und ja, haben das komplette Portfolio mit Consulting, Engineering, Support und Training. Und ja, da arbeite ich. Und heute wollen wir uns eben über Kafka unterhalten. Zwei Fragen vorweg. Wer hat denn gestern sich schon den Kafka-Vortrag angehört? Okay, doch, eine ganze Menge. Ich möchte heute tatsächlich einen Schritt zurückgehen. Ich werde heute nicht darüber reden, wie man Topics konfiguriert und welche Default-Werte sinnvoll sind, obwohl das ein sehr cooler Talk war und sehr interessant. Ich möchte tatsächlich einfach zu den Basics zurückgehen und ein bisschen erklären, was ist Kafka überhaupt. Und zwar aus meiner persönlichen Warte heraus, ich habe so ein bisschen versucht, das zusammenzustellen, was ich gerne gehört hätte, als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Kafka befasst habe. Und die zweite Frage, wer hat denn schon mal was mit Kafka gemacht? Okay, auch ein paar, alles klar, gut. Weiß denn jemand von denen, der schon was mit Kafka gemacht hat, warum Kafka überhaupt Kafka heißt? Das ist nämlich die erste Frage, die ich mir tatsächlich gestellt habe, als ich es in der Hand hatte. Nein? Gut. Man kann das Ganze googeln und dann findet man auf Quora.com genau diese Frage. Warum heißt Kafka eigentlich Kafka und gibt es eine Beziehung zu dem Schriftsteller? Und dann findet man Jay Krebs, tatsächlich einer der Gründer von Kafka, der dann schreibt, ja, er hatte an der Uni Literaturkurse und er fand Franz Kafka immer sehr cool und er wollte ein System bauen, das tatsächlich fürs Schreiben von Daten optimiert ist. Und deswegen hat er sich gedacht, ich nenne es nach ihm. Und außerdem ist Kafka ein ziemlich cooler Open-Source-Name. Deswegen heißt das Ding Kafka. Fun Fact. Kafka wurde tatsächlich von LinkedIn in-house entwickelt, ist seit 2011 Open Source. Wofür es ursprünglich gebaut wurde, werde ich nachher erzählen. 2014 gab es dann die Gründung von Confluent, das ist quasi die Firma, die heute hinter Kafka steht. Und seitdem wird es sehr rege benutzt von vielen Firmen weltweit. Gehen wir mal einen Schritt zurück und fragen uns, warum brauche ich denn überhaupt sowas wie ein Messaging-System? Ganz klar, wenn ich einfach nur einen Sender, einen Empfänger habe, dann gibt es da eine ganze Menge Probleme, die auftreten können, wenn ich irgendwas von A nach B schieben will. Der erste Punkt wäre zum Beispiel, dass mein Empfänger nicht antwortet und auch nicht cachen kann. Das heißt, meine Daten landen einfach irgendwo im Nirvana. Das ist natürlich ärgerlich. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass mein Sender einfach meinen Empfänger viel zu sehr stresst, viel zu viele Daten rausschickt. Kennen wir alle als DOS. Das wäre auch eher ungünstig. Oder die dritte von vielen möglichen Problemen, das auftreten könnte, ist, dass mein Empfänger einfach, während er die Daten verarbeitet, zusammen crasht. Deswegen wäre es doch eigentlich viel sinnvoller, wenn ich die Daten erst irgendwo hinschiebe und danach abhole. Und im Wesentlichen gibt es da zwei Prinzipien, wie man das tun kann. Ich habe diese Analogie im Internet gefunden. Ich finde die sehr, sehr treffend und sehr witzig. Auf der einen Seite gibt es sowas wie ein Queue-System. Das kann man sich vorstellen wie ein Supermarkt. Im Supermarkt gibt es verschiedene Kassen und ich muss mich irgendwo anstellen und muss warten, bis ich dran bin. Und erst wenn ich dran bin, kann ich bezahlen und darf den Laden verlassen. Und da auf der anderen Seite gibt es sowas wie ein Topic-basiertes System. Das kann man sich so stellen wie ein Fernseher. Wenn ich einen Fernseher heute einschalte, kann ich mir irgendein Fernsehprogramm aussuchen und kann das konsumieren. Das können aber zig Millionen Leute gleichzeitig auch noch tun. Es ist quasi nicht beschränkt darauf, dass nur ich jetzt ARD sehen darf und ihr alle nicht. Kafka hat im Wesentlichen diese Struktur. Die werden wir jetzt im Folgenden ein bisschen zerlegen, aber nur mal ganz grob. Wir haben auf der einen Seite sowas wie einen Producer, der irgendwie Daten reinschiebt. Wir haben auf der anderen Seite einen Consumer, der zieht Daten wieder raus. Und in der Mitte haben wir eine große Blackbox. Und das ist Kafka. Wir sehen auch schon, dass hier unten ein Zookeeper-Cluster läuft, in dem so die Informationen von dem Cluster drinsteckt. Wir haben als Grundunits sogenannte Broker. Und über diese Broker verteilt sind Topics. Und diese Topics sind in Partitionen unterteilt. Das heißt, so ein Topic ist eigentlich im Prinzip die Basiseinheit in Kafka.
Und so ein Topic besteht, wie gerade schon gesehen wurde, aus verschiedenen Partitionen, die von den Producern aufgefüllt werden. Man sieht hier so den Zeitverlauf quasi von alt nach neu. Und wenn jetzt neue Daten vom Producer ankommen, dann kann ich die in eine beliebige Partition meines Topics reinschreiben. Also wenn ich es hier oben reinschreiben würde, wäre es in Partition 0 der Offset 10 oder in Partition 1 der Offset 8 oder in Partition der Offset 9. Und dieser Offset ist auch eindeutig. Und mit diesem Offset kann ich die Partition, kann ich die Nachricht im Nachhinein auch wieder eindeutig identifizieren. Das heißt, es ist immer klar, zu dieser Nachricht gehört dieser Offset. Diese Nachrichten werden tatsächlich auf meiner Festplatte gespeichert, und zwar physikalisch. Es sieht im Wesentlichen dann so aus, dass so eine Partition aus verschiedenen Segmenten besteht, deren Größe man vorher festlegt. Man sagt zum Beispiel so und so viel Byte oder man sagt, nach so und so viel Zeit schreibe ich ein neues Segment. Und so ein Segment besteht immer aus einer Offset-Nummer, die das Segment quasi benennt. Und das ist in dem Fall die Leading-Offset-Nummer. Also in dem Fall, das wäre Segment 0, 4, 8 und das wäre das neue Segment 12. Und diese Segmente bestehen im Wesentlichen immer aus zwei Files. Ein Log-File und ein Index-File, in dem dann die tatsächlichen Nachrichten abgespeichert werden. Und diese Files landen dann in einem Directory in meinem Filesystem. Das heißt, eine Partition hat tatsächlich ein Directory auf meinem Filesystem. Das letzte Segment, das quasi immer geschrieben wird, das aktive wird im Speicher gehalten und erst wenn es voll ist, wird es quasi wirklich auf die Festplatte draufgeschoben. Das heißt, an der Stelle passiert die Operation. Wenn man Files so auf einem Rechner speichert und auch wieder abrufen will und vielleicht wieder, kommt man sicherlich an den Punkt irgendwann, dass die Festplatte voll ist. Deswegen brauchen wir irgendwann sowas wie einen Clean-Up-Mechanismus, der dafür sorgt, dass das nicht voll läuft. Und da gibt es verschiedene Mechanismen. An der Stelle ist es vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass das ganze Storaging nach einem Key-Value-Prinzip funktioniert. Also ich habe quasi immer ein Offset, dazu gehört eine Nachricht, die hat einen Key und natürlich ein Value. Und die Standard-Cleanup-Policy ist die sogenannte Retention-Time, also nach Zeit und nach Größe. Wir sehen hier quasi jetzt eine Partition, die hat hier ein Offset, die hat hier Keys, die gesetzt werden, die hat hier zugehörige Values und nach einer gewissen Zeit sage ich einfach Cut, alles was vorher war, schmeiße ich weg, ich behalte nur das, was ich bisher hatte, bis ich zu diesem Zeitpunkt, was nach diesem Zeitpunkt neu dazu kam. Das ist so die Standard-Policy, die defaultmäßig eingestellt ist. Ich glaube, es sind aktuell 7 Tage, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Standardwert sind 7 Tage oder 3. Weiß ich jetzt nicht, muss ich zugeben. Egal, man kann das Ganze auch nach Size machen, also Retention Size. Man sagt quasi, sobald die Daten mehr als diesen Speicher verbrauchen, schmeiße ich es weg. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder man kann Log Compaction benutzen. Das heißt im Wesentlichen, ich behalte immer nur zu meinem Key den neuesten Wert, der gesetzt wurde. Also wir schauen uns wieder dieses Beispiel an. Wir sehen hier Keys, die gesetzt wurden. Wir sehen, dass hier zum Beispiel der Key 0 das letzte Mal gesetzt wurde. Hier der Key 1, hier der Key 2 und hier der Key 3. Deswegen sind nur diese Werte diejenigen, die nach der Log Compaction noch vorhanden sind, die Daten. Es gibt Situationen, in denen das hier wirklich die geeignete Art und Weise ist, meine Daten zu halten. Ja, jetzt habe ich mein Topic auf meinem System irgendwo, jetzt möchte ich es natürlich auch konsumieren. Und die Topics werden in Kafka gepullt. Das heißt, mein Konsumer muss das Topic selber abholen. Und das verhindert dieses Problem, das wir vorhin gesprochen hatten, dass man durch Pushen jemanden überfordern kann, sondern ich kann immer nur quasi die Daten holen, die ich gerade in der Lage bin zu verarbeiten. Und zusätzlich kann ich im Gegensatz zu herkömmlichen Queue-Systemen
in der Theorie, muss ich dazu sagen, jeden Datensatz abholen, der noch existiert. Klar, wenn er schon gelöscht wurde durch Retention oder Log Compaction, dann ist er natürlich verloren. Und dann kann es auch noch andere technische Probleme geben, wieso man nicht dran kommen kann. Aber in der Theorie ist es erstmal so, alles, was ich mal geschrieben habe, kann ich irgendwie später auch wieder abholen. Kann cool sein, wenn ich zum Beispiel eine Firma habe, die irgendwie, sagen wir mal, ein Bankenwesen habe, die irgendwelche Transaktionen bearbeiten soll und dann raucht mir das Ding über Nacht ab und ich habe zwar die Daten alle verarbeitet, aber eigentlich wurden sie doch nicht verarbeitet, dann kann ich in Kafka so quasi zurückspulen und sagen, okay, lass mal nochmal die Daten von den letzten 32 Stunden irgendwie neu abholen und bearbeiten, sofern sie noch da sind. In einem MQ-System wäre das Ganze dann wieder etwas herausfordernd, da müsste ich die Daten höchstwahrscheinlich irgendwie nochmal produzieren, damit ich sie dann nochmal verarbeiten kann. Ist in dem Fall schicker. Die große Stärke von Kafka steckt ja tatsächlich in der Geschwindigkeit, in der Daten irgendwie verarbeitet werden können. Und das Ganze möchte ich gerne an dieser Stelle ein bisschen erklären. Jetzt ist das Bild sehr, sehr klein, deswegen müsst ihr mir einfach glauben, was da steht. Aber nächstes Mal werde ich es größer machen. Also wir haben ja einen Producer, der schickt irgendwelche Nachrichten in ein Kafka-Topic rein. Jetzt kann ich natürlich an einen Topic einfach einen Consumer dranhängen und der kann die Daten alle da abholen und abfischen. Aber das kann natürlich dauern, wenn das viele Daten sind. Deswegen kann ich sogenannte Consumer Groups bauen. Und Consumer Groups können dann im Prinzip verschiedene Consumer bündeln und die Aufgabenlast des Abholens von Daten auf die verteilen. Man könnte sich das sehr einfach vorstellen, dass ich einfach ein Programm habe, ein gethreadetes Programm, und dann habe ich irgendwie 5 Threads und das wären dann 5 Consumer, die zu einer Consumer Group dazugehören. Wir haben also hier eine Consumer Group 1 und eine Consumer Group 2. Und die haben jeweils 2 Consumer für sich selbst. Es gibt dann so ein paar Regeln, die quasi hier gelten, nämlich, dass eine Nachricht zum Beispiel nur einmal in einer Gruppe gelesen werden darf. Klar, macht auch Sinn. Wenn ich wieder Transaktionen habe, dann möchte ich natürlich nicht, dass die 2-mal verarbeitet wird, sondern die soll dann auch nur einmal passieren. Wäre eher ärgerlich, je nachdem, für welche Seite. Ein Consumer kann aber auf der anderen Seite tatsächlich von mehreren Partitionen lesen. Also ich bin jetzt nicht gezwungen, dass ich immer nur da lese, sondern ich kann hier und hier und hier lesen, wenn ich lustig bin. Eine Partition auf der anderen Seite, kann nur von einem Consumer gelesen werden. Genau. Diese Art des Lesens erlaubt mir einen Parallelismus, mit dem ich einen hohen Durchsatz hinbekomme, weil ich tatsächlich einfach das schafft die Arbeit schön zu verteilen. Gibt natürlich einen Drawback, nämlich es kann nie mehr Consumer als Partitionen geben. Kann es schon, ja, aber dann sitzen die rum und tun nichts. Das heißt, an der Stelle komme ich jetzt doch nochmal auf den Vortrag von gestern zurück, in dem die beiden Jungs gesagt haben, es ist sehr sinnvoll, wenn man sich vorher überlegt, wie groß die Partitionen sein sollen. An der Stelle ist es natürlich ärgerlich, wenn man nur 3 Partitionen hat und sich dann denkt, das ist ein bisschen langsam. Eigentlich hätte ich lieber 10 oder lieber 30 Partitionen. Macht es vielleicht dann mehr Sinn, ein paar Overhead-Consumer zu haben, die nichts tun, als einen Topic zu haben, das zu klein ist, in dem Sinne, dass es zu wenig Partitionen hat, dass es nicht schnell genug verarbeitet wird. Kafka bringt auch sowas wie eine interne Replikation schon mit, dass Daten quasi nicht verloren gehen. Und das ist auf Partitionslevel implementiert. Wir sehen hier 4 Broker, also 4 Kafka-Basissäulen quasi, auf denen die Topics liegen. Und wir sehen hier ein Topic, das 4 Partitionen hat. Kann man das lesen? Oder ist es zu klein? Nee, kann man nicht lesen? Ja, nein, nein. Okay, gut, muss ich wieder erklären, was hier steht. Wir haben hier oben immer in Grau die Leader einer Topic-Partition und in Rot die Follower einer Topic-Partition. Heißt im Prinzip im Wesentlichen, dass jede Partition meines Topics
einen Faktor 3 in der Replikation hat und dass einer davon der Leader ist und zwei die Follower. Und wenn der Leader wegbricht, habe ich immer noch zwei redundante Kopien von meinen Daten da. Man sieht auch, dass für ein Topic die Leader nicht auf demselben Broker sein müssen, sondern die sind hier wild verteilt. Also Partition 1 hat den Leader hier, Partition 2 hat den Leader hier, Partition 3 hier und Partition 4 hier. Man kann auch nicht nur zwei Follower dranhängen, sondern beliebig viele im Wesentlichen erstmal. Und wichtig ist an der Stelle auch, dass der Producer, der quasi die Daten produziert, die nur auf den Leader schreibt und der Leader sie dann weiterverteilt an seine Follower. Genau. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, an der man sich die Frage stellt, wie weiß denn nun mein Producer, ob die Daten überhaupt irgendwie im System gelandet sind? Und da gibt es eben verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man einfach sagt, okay, ich habe die Nachricht rausgeschickt, also gehe ich mal davon aus, dass sie angekommen ist. Gut, ob das so sinnvoll ist, kann man sich fragen. Man kann aber zum Beispiel auch die Möglichkeit nehmen und zu sagen, okay, der Broker sagt Bescheid. Sobald ein Broker meine Nachricht bekommen hat, sagt er Bescheid. Und dann weiß der Producer, okay, die Nachricht ist da, ich muss sie nicht weiterschicken. Oder nicht weiter versuchen, sie zu schicken. Oder, und da kommen wir jetzt eben zu dieser Replikationsfolie zurück, ich kann sagen, die Nachricht wurde erfolgreich gesendet, sobald die gewünschte Anzahl von Replikationen vorhanden ist, wirklich in meinem System. Hat natürlich alles Vor- und Nachteile in Bezug auf Geschwindigkeit, Durchsatz etc. pp. Kann man sich selbst überlegen, aber das ist das, was funktioniert. Das ist jetzt noch ein Nachsatz, der gehört eigentlich eher auf die Consumer-Seite. Ich habe es jetzt trotzdem, ich weiß nicht mehr aus welchen Gründen, ich habe mir bestimmt was dabei gedacht, hier hingepackt. Kafka ist, ich glaube, könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr es anders wisst, das ist der einzige Messaging-System, das von sich behauptet, dass es Exactly Once-Semantik unterstützen würde. Weiß jeder, was das bedeutet, Exactly Once? Nein? Okay. Ich habe einen Consumer und der kann sagen, okay, pass auf, ich fahre mit der at least once Semantik. Das heißt, ich möchte, dass die Nachricht, die irgendwo drin steckt, ich mindestens einmal empfange. Wenn sie öfter da ist, ist wurscht, dann kann ich irgendwie schon damit umgehen. Aber ich möchte sie sicherstellen, dass sie zumindest einmal da ist. Dann gibt es die at most once Policy. Das heißt, ja, pass auf, ich möchte auf keinen Fall redundante Daten haben. Probiere alles, mir das zu schicken, aber ich möchte es auf jeden Fall nur einmal bekommen. Und Kafka behauptet eben von sich, dass sie die einzigen wären, dass sie tatsächlich exactly once unterstützen. Also ich kann sicherstellen, dass ein Consumer eine Nachricht genau einmal bekommt. Die Jungs haben es gestern schon gesagt, es gibt da im Internet eine große Diskussion drüber, ob das tatsächlich funktioniert. Ja, ich lasse das mal unkommentiert, kann jeder selber nachlesen. Aber sie behaupten, dass es funktioniert. Unter dem Kafka-Ding drunter läuft dann im Wesentlichen ein Zookeeper-Cluster. Dieses Zookeeper-Cluster ist eigentlich nichts anderes als dafür da, die Konfigurationen irgendwie verteilt zu halten. Wer weiß, was Zookeeper ist? Okay, gut. Die allermeisten. Wir kommen gleich drauf, aber warum brauche ich einen Zookeeper? Die Broker an sich sind eigentlich stateless. Das heißt, ein Broker weiß erstmal von sich eigentlich nicht, welche anderen Broker gerade am Leben sind. Er weiß jetzt nicht so recht, wie soll ich mit denen eigentlich kommunizieren. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn ich doch irgendwie ein System drunter habe, dass das alles für mich übernimmt. Und das ist Zookeeper. Und Zookeeper ist eigentlich nichts anderes als ein verteiltes hierarchisches Fallsystem. Eigentlich dasselbe wie AdsD, falls das die anderen kennen, die Zookeeper nicht kennen. Ich habe hier ein hochverfügbares Cluster, das irgendwie durch eine Quorumswahl einen Leader bestimmt und die anderen sind Follower. Wenn der Leader wegbricht, gibt es eine neue Wahl, habe ich wieder einen neuen Follower. Und wichtig ist in dem Fall zu wissen, dass der Zookeeper-Leader nicht zwingend der Leader ist, von dem ich vorhin gesprochen habe bei der Replikation. Aber das ist das System, das hier unten drunter liegt und die komplette Kommunikation unterstützt, zum Beispiel auch irgendwie regelt, dass Topic, welcher Consumer gerade wie weit welches Topic konsumiert hat, etc. pp. Diese ganze Info steckt in dem Zookeeper-Cluster mit drin und wird hier verbraten.
Use Cases. Wozu kann ich Kafka benutzen, wenn ich es denn habe? Klar, ich kann es als Messaging-System benutzen, so wie ActiveMQ oder RabbitMQ, das beispielsweise featuren. Ich kann es dafür benutzen, wofür es ursprünglich gebaut wurde, nämlich Website-Activity-Tracking irgendwie in Topics zur Verfügung zu stellen. Also das war quasi die Idee, wofür Kafka von LinkedIn ursprünglich gebaut wurde. Die haben auf ihrer Webseite jede Menge User-Interaktion und sie wollten halt, dass verschiedene Endpoints, die dahinter hängen, diese Daten schön verteilt bekommen und damit arbeiten können, in Topics sortiert. Dafür haben sie Kafka entwickelt, dafür kann man es auch heute noch sehr gut benutzen. Ich kann es für jede Art von Metriken, Verarbeitung oder Log-Shipping, Log-Aggregation benutzen. Ich kann es für Streams benutzen, um Streams zu verarbeiten. In dem Zusammenhang kann ich zum Beispiel auch mit Apache Storm und Apache Samza schöne Pipelines bauen, die aus Kafka Daten rausbekommen und die dann weiterverarbeiten. Oder ich kann es tatsächlich einfach als Commit-Log benutzen, nämlich das, was es am Ende des Tages ist, irgendwie eine Nachricht, ein System, ein Log-System, in dem jeder gerade reinschreibt, was so passiert ist und andere lesen raus, was gerade passiert ist. Und es gibt dann eben auch eine Menge von Firmen, die Kafka mögen und benutzen. Frage ist ein bisschen provokant, who likes Kafka? Vielleicht sollte ich lieber schreiben, who uses Kafka? Apple benutzt es, Cisco, Cloudflare, eBay, Netflix macht sein Monitoring oder das Monitor-Shipping mit Kafka. Die New York Times ist ein sehr interessanter Spezialfall, was Kafka betrifft. Die benutzen Kafka, ich habe hier mal sehr provokativ als Data Storage geschrieben, aber die halten tatsächlich die Artikel, die sie veröffentlichen und in ihrem CMS dann wieder rausspucken, in Kafka vorrätig. Da gibt es einen recht interessanten Blogpost, oder zwei sogar. Der eine heißt, glaube ich, Is it okay to store data in Kafka? Und der andere ist dann tatsächlich von der New York Times der Use Case beschrieben, wie sie das tun. Ist interessant, ein bisschen ungewohnt, kann man sich aber auch mal ansehen. PayPal, Spotify und Twitter und Uber benutzt auch Kafka. Also immer, wenn ich mein Handy rausziehe und in München gibt es Uber, ich weiß nicht, ob es hier in der Nähe irgendwo Uber gibt. Nein, okay. Aber jeder kennt, wenn ich mir ein Auto bestelle, dann ist das quasi eine Nachricht, die ich in ein Topic reinpushe und die dann irgendwo ankommt und weiterverarbeitet wird. Ja, und damit komme ich im Prinzip auch schon zum Ende meines sehr kurzen Vortrags. Was habe ich heute erzählt? Im Wesentlichen geht es bei Kafka um irgendwelche Art von Daten oder Streams, die man veröffentlichen kann, zu denen man sich subscriben kann. Kafka ist in gewisser Weise persistent und fail-safe. Ich habe eine Echtzeitverarbeitung von meinen Daten und im Wesentlichen verbindet Kafka sowas wie eine Streams oder eine Queuing-System mit einem verteilten Data Storage und baut so ein Hybrid raus, mit dem ich arbeiten kann. Die Take-Home-Message an der Stelle ist, dass Kafka super, super cool ist und wahnsinnig viele Einsatzmöglichkeiten hat, aber Kafka ist nicht einfacher zu benutzen als andere Systeme. Es verlagert die Probleme in gewisser Weise nur. Wen es interessiert, einfach tatsächlich das Video von gestern anschauen. Die haben es sehr schön und sehr eindeutig erklärt. Die Komplikationen, also die Frage zum Beispiel, wie stelle ich sicher, dass ich ein Topic nur einmal lese? Wie stelle ich sicher, dass meine Daten da ankommen, wo sie sollen? Das muss ich mir alles auf Producer- oder Consumer-Seite überlegen. Und nicht auf Seite der Plattform. Sorgt dann halt dafür, dass meine Consumer und Producer ein bisschen komplizierter geschrieben werden, aber dass das System in der Mitte schlanker ist und halt performanter. Nicht das umsonst, wie man so schön sagt. Und damit bin ich eigentlich schon am Ende. Ich habe hier ein paar Sources reingeschrieben. Ich weiß gar nicht, kommen die Vorträge online? Dann kann ich noch die anderen Blogartikel irgendwie dazu schreiben. Okay, gut. Könnte ich tun. Ja, dann werde ich das noch tun und stehe für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, bitte. Magst du eventuell mal ActiveMQ und Kafka ein bisschen abgrenzen?
Ja, kann ich tun. Tatsächlich, ich mache es jetzt mal sehr, sehr low level. ActiveMQ ist eine Messaging Queue. Das heißt, ich habe zum Beispiel meine Daten kommen, glaube ich, first in, first out. Also das kann ich mit Kafka auch umsetzen, dass das, was ich zuerst geschrieben habe, auch wirklich zuerst auslese. In der MQ kann ich nicht zurückspulen oder nicht so ohne weiteres, was ich in Kafka eben tun kann. Das Replizieren von Daten, also wenn ich quasi dafür sorgen will, dass mehrere Consumer gleichzeitig Daten lesen können, funktioniert in der MQ nicht über Partitions, sondern da repliziere ich meinen Datensatz einfach, lege ihn also quasi in derselben Größe nochmal daneben und muss dann irgendwie sicherstellen, dass Daten, die schon von einem anderen Consumer verarbeitet wurden, nicht nochmal von einem Consumer verarbeitet werden. Was noch? Das sind, glaube ich, jetzt erstmal so die Key-Vergleichspunkte. Ich habe, also wenn es dich interessiert, ich habe irgendwo noch eine Folie, wo ich es mal ein bisschen detaillierter gemacht habe. Kann ich dir gerne, oder wenn jemand anders noch Interesse hat, kann ich gerne nachher mal raussuchen und noch zeigen. Da hinten war, glaube ich, noch eine Frage. Ah, okay, alles klar. War dieselbe Frage. Bitte. Was Partitions sind und wozu ich Partitions brauche. Ja. Hoppla. Reagiert das? Ah, jetzt. Gut. Was sind Partitions? Partitions sind im Prinzip Slots in meinem Topic, die ich befülle, der Reihe nach. Also wenn irgendwie hier Daten reinkommen, zum Beispiel in der Bank wieder irgendwelche Überweisungsdaten, dann kann ich die in Partitions eines Topics legen, also wie in Fächer eines Kleiderschranks. Ich habe hier ein Fach und hier ein Fach. Und wie ich die befülle, steht mir frei. Ich kann das Round-Robin machen, ich kann das nach Performance machen, ich kann das, was weiß ich, nach Münzwurf machen. Und Partitions sind dafür da, dass ich dieses Topic eben am Ende danach mit Consumer Groups effizienter und besser auslesen kann. Also wenn ich 200 Überweisungen habe und ich packe die alle in eine Partition, dann kann die nur ein Consumer der Reihe nach rausziehen und verarbeiten. Wenn ich das in verschiedene Partitionen habe, können gleichzeitig jetzt im Maximalfall 200 Consumer gleichzeitig diese Überweisungen verarbeiten. Und dafür habe ich natürlich einen wahnsinnigen Geschwindigkeitsgewinn an der Stelle drin. Das würde voraussetzen, dass die Nachrichten dann in einer gewissen Reihenfolge vom Consumer gelesen werden. Ja, richtig. Was an der Stelle passiert, ist ganz grob erklärt, dass jeder Consumer, also jede Consumer Group hat einen Leader, der quasi die Partitionen normalerweise automatisiert aufteilt auf die verschiedenen Consumer. Also du hast gerade nichts zu tun, du liest jetzt hier, du hast nichts zu tun, du liest hier. Und jeder Consumer schreibt, sobald er eine Nachricht gelesen hat, in tatsächlich ein Kafka-Topic auch wieder rein. Pass auf, ich habe gerade die Nachricht mit dem Offset 5 gelesen. Die muss keiner mehr lesen. Also man muss quasi zurückkommunizieren, was gerade schon abgeholt und gelesen wurde. Das ist wieder auch so ein Punkt. In der MQ ist es, glaube ich, korrigiert mich im System vorgehalten, welche Nachricht abgeholt wurde. Ja, und bei Kafka muss ich es eben zurückkommunizieren, was gerade gelesen wurde. Weitere Fragen oder Kommentare? Das heißt, jede eigene Partition hat dann auch ein eigenes Offset, oder? Und wenn man das wieder herstellen will, gibt es auch wieder einen Mechanismus, der das dann automatisch zusammenfügt, oder ist das Offset über das gesamte Topic? Ich wiederhole die Frage, ich glaube, das Mikro. War das Mikro an? Okay, ich wiederhole die Frage trotzdem, ob jede Partition ihren eigenen Offset hat. Ja, hat sie.
Das ist das, was ich an der Stelle gezeigt habe. Das hier ist nicht ein ganzes Topic, sondern das ist eine Partition eines Topics. Ja, jede Partition hat hier einen eigenen Offset, in dem drinsteht, was da passiert. Ja. Entschuldigung, der zweite Teil der Frage war... die Frage war, wenn ich Daten wiederherstellen will, ob ich dann auf mehreren Partitionen das wieder tun muss. Was heißt wiederherstellen an der Stelle? Ich meine, wenn die Daten noch da sind, dann kann ich einfach nachschauen, diesen Daten. Ich möchte jetzt den Datensatz X, von dem weiß ich, dass er in Partition 5 an Offset 7 ist. Wenn der über die Retention oder Compaction noch nicht weg ist, dann weiß ich ja einfach, wo er ist und gehe da einfach hin und lese ihn wieder aus. Wenn er weg ist, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich anderweitig schauen, dass ich ihn wieder kriege. Aber das ist dann kein Kafka-Problem direkt an der Stelle. Gut. Dann nochmal vielen Dank und schönen Sonntag noch.